Jetzt habe ich meinen Schal vergessen. Okay, ne? Also wir sind hier beim LHK-Treffen 2008. Anwalt Mai haben wir noch nicht, also muss April sein. Richtig. Nee. Ja. Das macht auch Sinn. Also, wir sind hier beim LHK-Treffen. Nein, nicht im Nachhinein. Und ich lese jetzt ein Gedicht vor. Schade. Der heutige Abend steht unter dem Titel. Steht bevor, ne? Ein guter Seemann sticht auch ins Rote Meer. Oh, nee, komm, hör auf hier. Du hast den Rotstich angeschaltet. Rotstich, ja. Ja. Okay. Also. Okay. Das ist Schweigen. Schweigen. Das versteckte ich. Entschuldigung, Christian. Ja. Hier. Das ist neuer Take. Okay. Take two. Das ist Poesie. Ruhe. Ich meine, wenn wir jetzt in der Raucherecke wären, dann würde ich mir erstmal so eine Zigarette anstimmen. Zünden? Anstecken? Also anstecken, genau. Okay. Ruhens ist Feuer, das ist zu groß, Entschuldigung. Das versteckte ich. Die Nacht war so feucht wie ihre Zunge und ließ nicht von ihm los. Regentropfen perlten vereinzelt ihre Wange hinab und verliehen ihrem Gesicht einen unwirklichen Glanz, der Benno sprachlos machte. Frenetisch, romantisch und geladene Euphorie. Ein perfekter Augenblick, der sich einfach nicht mehr toppen lässt. Von wegen, das Leben wäre kein Spielfilm. So ein Quatsch, so eine lächerliche Lüge, dachte Benno. Wahre Liebe kann greifbar sein, hier und jetzt an der Sizilienbrücke um 2 Uhr morgens. Mag die Ampel noch so oft auf grün schalten oder gar grün schreien. Beide bleiben da, wo sie sind, Mund an Mund im strömenden Regen mit synchron geschalteten Herzen. Perfekt, absolut und ohne Marken. Doch dann war da dieser Druck, dort, wo jetzt kein Druck hingehörte und mehr als nur störte. Warum fasste sie mit ihrer Hand nach seinem Schritt? Als wäre sie nur ein geiles Stück. Was will sie da? Was hat sie da zu suchen? Verflucht, dachte Benno. Killt das jetzt nicht die Romantik? Reduziert das den Augenblick nicht nur auf das eine? Ist das jetzt nur ein notgeiler Prozess? Ist das Leben jetzt doch kein Film? Bedenke, würde eine Prinzessin einem Prinzen in den Schritt greifen? Warum macht sie alles kaputt? Die blöde Kuh. Moment. Verdammt. Ja, ihre Zungen tanzen immer noch. Doch das Gefühl war dahin. Da war nur noch die Hand an seinem Schritt. Verflucht, dachte Benno, verflucht. Nimm doch deine Hand da weg. Nimm sie weg. Hätte er am liebsten gesagt, damit das Gefühl zurückkommt. Doch er wusste, was weg ist, bleibt auch weg. Oder was da ist, bleibt auch da, selbst wenn es schon längst weg ist. Irgendwie schien sie was zu merken, ließ von Benno ab und schaute ihn fragend an. Was ist los, fragte sie. Du küsst auf einmal so schlecht. Die Ampel sprang wieder auf grün. Ich bin nur müde, sagte Benno. Wir sehen uns dann morgen. Sie lächelte, beugte sich zu ihm rüber, gab ihm einen sanften Eskimo-Kuss und stieg auf ihr Rad. Benno schaute ihr nach, bis sie hinter der nächsten Kurve entschwand. Schade, dachte Benno, schade. Sie hätte es sein können. Erst dann merkte er, dass etwas nicht stimmte. Besser gesagt, etwas war immer noch da. Seine Augen wurden groß. Sein Fahrradlenker hatte sich wohl beim Küssen schräg gestellt und drückte auf die besagte erogene Stelle. Verflucht, dachte Benno, vielleicht wollte ich ja keine Romantik. Vielleicht bin ich nichts weiter als eine reduzierte Sau und ich habe mich selbst geblendet. Schade, dachte Benno, schade. Ich wäre es gerne gewesen. Nur einmal perfekt,
absolut und ohne Marken. Prost. Jetzt die Kamera nicht anschalten sollen. Für mich ist das ein großer Unterschied, ob ich einen Fahrradlenker oder eine Hand in meinem Spiel spüre. Es geht doch nicht darum, dir.